Willkommen zum Profiltalk, einem Gespräch über die neue Ausgabe von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Die Affäre rund um das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ist diesmal das große Thema und dazu bei mir Profiljournalist Clemens Neuhold und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Clemens, ich starte mit dir. Wie wird das BVT von euch durchleuchtet? Durchleuchtet, beleuchtet, genau. Also wir haben beschlossen, dass die Pleiten, Pech und Pannenserie mittlerweile so viele Kapitel hat, dass wir diese Kapitel einmal in einer umfassenden Gesamtschau erzählen, weil viele der Skandale auch vom Profil selbst wesentlich aufgedeckt wurden oder weitergetrieben wurden. Und deswegen ist es wirklich höchste Zeit, den Österreicherinnen und Österreichern, die vielleicht mit dem BVT, wie es abgekürzt hat, nicht so viel anfangen können, die sich aber gern darauf verlassen können würden, dass ihr das Amt, das eigentlich dazu da ist, den Staat zu schützen, sie vor terroristischen Bedrohungen, leider ganz aktuell, zu schützen, dass das einigermaßen bzw. besonders seriös funktioniert. Das Gegenteil ist der Fall. Die vielen Skandale haben dafür gesorgt, dass das BVT zur Lachnummer wurde, zur internationalen und ja, mit allen Folgen und Stichwort Wirecard, sogar in einen der größten Wirtschaftskrimi direkt hineinragt. Wie hat das passieren können, dass in so einem kleinen Amt wie im BVT eben Korruption und Selbstbereicherung ein so großes Ausmaß nimmt? Also dazu müsste man eigentlich mal sehr, sehr weit ausholen in der Geschichte. Nur für alle, die mit dem Namen BVT oder mit dem Kürzel wenig anfangen können. Das BVT ist die Nachfolgeorganisation der Stapo. Wie das sein kann, vor allem deshalb, weil es politisch geh- und missbraucht wurde. Spätestens ab Ernst Strasser, ÖVP-Innenminister nach dem Jahr 2000 oder ab dem Jahr 2000, wahrscheinlich schon früher, aber jedenfalls seit damals. Seit damals ist das BVT, spätestens seit damals, ein Spielball von Parteipolitik, von Intrigen. Keiner kennt sich aus. Ich kann mich ganz gut erinnern, als vor einigen Jahren ein Skandal im BVT ausgebrochen ist. Ein hochrangiges Regierungsmitglied, das war gerade Schwarz-Blau, die Regierung, mit dem ich zusammensaß und sprach, der das als eine Intrige des damaligen Innenministers Kickl gegen die ÖVP gesehen hat, diesen Skandal einmal versucht hat, da herauszufinden, was eigentlich los ist. Also eine Mischung aus Vorsatz, Schlamperei, jedenfalls Parteipolitik, das Ganze zügellos. Und nur, um es nochmal einzuordnen, weil das vielleicht viele vergessen haben, der Terroranschlag in Wien vor wenigen Monaten, also wahrscheinlich das spektakulärste Verbrechen in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten, konnte vermutlich nur in dieser Form stattfinden, weil es ein Komplettversagen der ehemaligen Stapo des BVT gegeben hat. Also wie man das derart in den Sand setzen kann, das Wissen rund um den späteren Attentäter, das geht komplett auf die Rechnung des BVT, wahrscheinlich auch auf die Rechnung von Herbert Kickl, der besonders dazu beigetragen hat als Innenminister, dass das Amt in einem derartigen Zustand ist. Und eine politische Verantwortung liegt natürlich schon auch bei Karl Nehammer, dem derzeitigen Innenminister, wenn er auch noch zu kurz im Amt ist, um dafür tatsächlich verantwortlich zu sein. Aber er trägt Verantwortung. Es fehlt einem, wie du auch schon gesagt hast, langsam ein bisschen so der Überblick, auf welchen Ebenen und in welchen Sachverhalten wird denn im Moment ermittelt gegen das BVT? Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Es gibt einen Bezug zur Wirecard. Das ist wirklich einer der größten Wirtschaftsskandale der letzten Jahrzehnte. Und da hat sich herausgestellt, dass Beamten des BVT mutmaßlich dem Hauptverdächtigen Jan Masalek, das ist auch weltweit einer der meistgesuchten Personen, geholfen hat, von München über Bad Vöslau, einen schönen, lauschigen Regionalflughafen, nach Weißrussland zu entkommen und dann weiter nach Russland. Das ist derart heftig, wenn man die genannte Person bekennt. Wir nennen jetzt den Namen nicht, weil natürlich das strafanhängig ist. Aber laut Medienberichten soll da schon auch Dinge zugegeben worden sein. Und das war eine wirklich mächtige und zentrale Person im Verfassungsschutz, der, so scheint es, ab 2017 sein Wissen, seine Kontakte einfach privat genutzt haben könnte.
auch ehemalige Mitarbeiter angeblich angezapft hat wegen Informationen, für Informationen aus den Computern. Und das ist nur einer von ungefähr 6, 7 wesentlichen Schlaglichtern, die wir werfen. Ich könnte jetzt 20 aufzählen. Der Christian hat es angedeutet, die Kickl'sche Rambo-Aktion, wo eine Straßenkriminalitätsbehörde, also die Drogenjägern, Drogenhändlern nachjagt, quasi ins BVD reingeht und Akten abzieht, was natürlich Schockwellen zu allen Partnerdiensten geführt hat. Das war eine der großen Highlights vor 2 Jahren. Jetzt das, dazwischen viele andere Dinge. Also wir haben uns echt schwer getan, den Platz von ungefähr 9 Seiten irgendwie nicht auf 20 auszuweiten. Ja. Wir tun uns das schwer, wie der Clemens sagt. Umgekehrt muss man schon dazu sagen, wenn irgendjemand in Österreich in allem Selbstbewusstsein diesen Fall darstellen kann, aufarbeiten kann, dann ist es das Profil. Weil das ist ein Team, das daran arbeitet und jeder und jede in diesem Team hat Expertise im Umgang mit dem BVD, mit dem Innenministerium, mit Wirecard. Und dieses Team kann das in einer Art und Weise darstellen, wie es wahrscheinlich keine andere Redaktion, kein anderes Journalistenkollektiv in Österreich könnte, weil wir uns über viele Jahre sehr intensiv damit beschäftigt haben und die Aufgabe dabei jetzt bei dieser Recherche, und es liegt ein Endzügen der Recherche und des Verfassens der Geschichten, ist das gut zusammenzutragen, zu einem Gesamtwerk, das für alle verständlich ist, zusammenzutragen. Und genau das schaffen wir und das schafft, glaube ich, nur das Profil in diesem Lande. Wo krankt es denn eigentlich im System des BVD? Startet das beim Personal, in der generellen Struktur, im Aufbau? Was würdest du sagen, Christian? Es krankt überall. Aber die Verantwortung liegt bei der Politik, die Verantwortung liegt beim Bundeskanzler, beim Innenminister, da jetzt endlich etwas zu tun. Dass die Regierung, diese und die vorhergehende Regierung, das nicht in den Griff bekommt, ist natürlich etwas absurd. Andererseits ist es nicht absurd, weil das BVD natürlich eben auch immer Spielwiese dieser Politik war. Aber es krankt daran, dass da keine Regierung es schafft, wirklich durchzugreifen. Selbstverständlich spielen da auch die Machtzirkel innerhalb des Innenministeriums eine große Rolle. Da gibt es klare blaue, da gibt es klare schwarze und da gibt es klare rote Zirkel, grüne eher weniger. Und es schafft offensichtlich niemand, das aufzubrechen. So wie der Clemens gesagt hat, das ist natürlich international eine Katastrophe, das ist lokal eine Katastrophe, weil es eine Gefährdung für die Bevölkerung in Österreich darstellt, eine Gefährdung für die Wirtschaft in Europa darstellt mit Wirecard. Aber wir sind als Österreich mit diesem geheimen Dienst, der keiner ist, eine Lachnummer. Das BVD wurde kurzfristig suspendiert von anderen echten Geheimdiensten, weil auf Österreich kein Verlass ist. Also in diesem Fall ist Österreich tatsächlich eine der Literatur entsprechende Lachnummer. Wie kommt man da wieder raus aus dieser internationalen Lachnummer? Das nimmt doch keiner mehr ernst. Ich habe das Reformpapier mitgebracht. Es gibt wieder mal den Versuch einer Reform, das gibt es alle 10 Jahre oder 5 Jahre. Da steht auch viel drin von den früheren Reformversuchen wieder. Also das Fragezeichen ist schon mal groß vorab. Nur ich möchte nur 3 Dinge zitieren, um zu illustrieren, wie nackt das BVD aktuell dasteht. Also was die jetzt eigentlich vorhaben. Ich zitiere: Erschwerung der Einflussnahme durch ausländische Einrichtungen, Verringerung des Risikos des Informationsabflusses und Wiedererlangung des verlorenen Vertrauens von Partnerdiensten. Das heißt im Endeffekt, dass man wieder die Tür dort aufsperren kann, weil genau das ist alles die Kernaufgabe. Also wenn das heißt, man muss das Risiko des Informationsabflusses verringern, ist das ein Eingeständnis, dass da einfach etwas ein offenes Scheunentor war, das BVD? In jede Richtung, ein Geheimnis, der in jede Richtung offen ist, Richtung Journalismus, Richtung Parteipolitik und so weiter und umgekehrt, was du gesagt hast, der erste Punkt heißt, dass Tür und Tor offen ist, stellen wir auch da für andere Geheimdienste, dass Gegenspionage betrieben wird. Also, irre. Unfassbar. Also das ist so, wie wenn Biller sagt, ich möchte wieder Waren von Nestle bekommen in den Regalen und ich möchte jetzt nicht mehr nur verdorbene Waren ausliefern. Also die Grundlage des Geschäfts soll wieder aufgenommen werden. Das ist eigentlich unfassbar. Ist es im Moment handlungsunfähig eigentlich, das BVD? Ich glaube, es ist in Teilbereichen handlungsunfähig. Aber wenn es kein Vertrauen in eine derartig wichtige Verfassungsschutz, der Terrorismusbekämpfung, wenn es kein Vertrauen in diese Behörde gibt, ist es de facto handlungsunfähig. Nein, es gibt dort natürlich auch fleißige Menschen, die versuchen, was voranzubringen, die auch etwas voranbringen. Aber nur nochmal, der Terroranschlag in Wien, was da schiefgelaufen ist, also
Man sollte nicht vertrauen. Mit ein bisschen PR wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, um das Vertrauen wiederherzustellen. Was würdest du sagen, Clemens, was wären da die richtigen Schritte? Das Problem ist eben die Verpolitisierung, die dort besonders toxisch ist. Christian hat es geschildert, keiner traut dem anderen, weil er jeweils von der falschen Seilschaft ist. Das heißt, der Informationsfluss ist auch stockt. Und man kann natürlich in so einer Schlüsselstelle mehr gegen andere Personen ausgraben. Ja? Also da wird wirklich Agenten, die gegeneinander kämpfen, das ist dort die Realität. Und die viele Rechnungen offen haben und etc., die aber dann gleichzeitig auch viele Kontakte nach außen haben. Also um, wie man das reparieren kann, es hätte große Ansätze gegeben, die wurden nicht gewählt. Zum Beispiel, man macht einen richtigen Geheimdienst, was es jetzt nicht ist. Es ist jetzt de facto eine Polizeibehörde mit erweiterten Befugnissen. Mhm. Ja. Echter Geheimdienst wäre zum Beispiel das BND in Deutschland oder MI5. Das hat man nicht gemacht. Das kann auch sein, dass das zur österreichischen Tradition nicht so passt, weil die Staatspolizei, wie du es erwähnt hast, war bis deswegen nur eine Staatspolizei, weil die SPÖ aus historischen Gründen nie einen wirklich so einen richtigen, also Stichwort Gestapo, da hat man einfach wirklich, also alles, was in Richtung Agenten, die frei herum agieren können, ohne eng angebunden sein, hat man schlechte Erfahrungen. Das heißt, es könnte schon funktionieren, auch in der aktuellen Fasson, nur es kommt auf die Personen an. Und wenn ich dann nur Parteibüttel reinsetze und wenn es da wirklich nicht darum geht, um eine tolle Ausbildung bei anderen Partnerdiensten, um wie ich wirklich große Datenmengen so fokussiere und zusammenführe, dass am Schluss rauskommt, der Kult im F, der Terrorist von Wien, ist gefährlich. Und in dieser Bottleneck wird der Wahn hinein, so aus der Slowakei, ich erinnere, man wurde gewarnt vor ihm monatelang. Es ist halt einfach irgendwo liegen geblieben, nicht richtig bewertet worden. Also das ist das Wesen, da müssen gescheite Menschen sitzen mit Fähigkeiten, die Akademiker sind, die juristisches Verständnis haben, analytisches Verständnis. Es gibt diese Ausbildungsstätten. Das alles soll jetzt im Jahr 2021 langsam begonnen werden. Also das ist schon sehr, sehr spät angesichts der umfassenden Bedrohungslage. Klingt generell auch sehr futuristisch, wenn man so die Parteien-Einflussnahme in Österreich so betrachtet, oder, Christian? Das ist mehr als futuristisch. Mehr als Wunschdenken. Dazu kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Dann beschließen wir das somit. Dankeschön. Alles über das BVT lesen Sie auch im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.